Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police und ich hoffe, dass wir den Chefarzt noch verhaften können, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Badezimmerspiegel zerbrochen. Mein Vater hat immer gesagt, das wären 7 Jahre Pech, aber ich weiß, dass das nur Aberglaube ist. Dürften eher so 7 Stunden sein. Wäre besser, wenn ich mir den Tag frei nehme. Nee, glaube ich nicht. Und Aberglaube wird hier bei mir im Police Office nicht bedient. So wie es mal klar. Was? Ein Bundesgesetz verbietet öffentliche Versammlungen in der Nähe von Verwaltungsgebäuden. Die Schwarzen planen heute eine Demonstration vor der Stadtverwaltung. Das ist eine direkte Bedrohung für Bürgermeister Rogers Leben. Dämmen Sie diese Gefahr mit allen nötigen Mitteln ein. Da müssen wir wieder irgendwelche Leute niederschlagen. Das finde ich nicht so gut. So, wir gucken nochmal ganz schnell jetzt hier. Colin lebt in einem luxuriösen Haus mit Pool. Was haben wir hier? Bringt viel Zeit auf der Arbeit. Ja, wir schicken. Ja, ich weiß, der leitende Ermittler ist leider. Ach, da ist er bestimmt schon weg, oder? Der leitende Ermittler macht leider Pause gerade. Von daher gucken wir einfach mal. Sie haben 4 Bitte. Stimmt doch noch. Ich habe doch noch gar keinen geschickt. 100 Afroamerikaner haben sich vor der Stadtverwaltung versammelt und den Sprechchor angestimmt. Wir wollen gehört werden. Ich finde das legitim, Freunde. Ich glaube, wenn wir da hinfahren, müssen wir die wieder niederprügeln, so wie wir es bei der Frauenbewegung schon nicht gemacht haben. Das finde ich gut. Ja. Bin ich mir sicher. Ach, der Bürgermeister ist persönlich. Jack, Sie haben einen Eid geschworen, die Stadt zu schützen. Wenn Sie Ihre Versprechen nicht einhalten können, werden wir unsere ebenfalls brechen. Ach Mann, der Bürgermeister kann mich mal. So. Wie sieht's denn hier mal aus? Also die beiden würde ich ja direkt mal nehmen. Oh, guck mal hier. Der ist zwar alt, aber der ist richtig gut. So, 2, 4, 6, 7 in Schicht A und 3 Detectives und hier haben wir 2, 4, 6, 7 in Schicht B und 4 Detectives. Das heißt, das wäre mal einer für Schicht A, oder? Da kann man noch mal... Warum denn nicht? Kann man ja feuern, wenn es... Na? Der ist alt, aber erfahren. Glaube ich. Ist gut. So, und dann würde ich jetzt mal gucken, wie es hier stärkemäßig aussieht. Ja, da würde ich für Schicht A, würde ich die Elodie nehmen und ihn hier für Schicht B. Jetzt haben wir immer noch 2 Slots, aber die heben wir uns auf. Die heben wir uns auf. Können wir eigentlich hier was requesten? Na, einen Tag noch. Einen Tag noch. Ich wäre eigentlich dafür, mal 4 Sachen zu fordern, aber wir nehmen vielleicht wieder nur 3, oder? Und dann machen wir das SWAT-Team vielleicht nochmal. Vielleicht kriegen wir es nochmal. Und dann können wir das SWAT-Team nochmal richtig gut ausrüsten. Häusliche Gewalt. Ältere Frau namens Sarah Willensen macht sich Sorgen um ein weinendes Baby und laute Rufe aus dem Haus ihrer Nachbarn. Okay. Oh, schicken wir mal Purdy und Yancy. Schauen wir mal. So, Bericht Diebstahl. Falscher Ort, okay. Dann muss das ja der richtige sein. Powers und Goldbomber haben es gemacht. Sehr, sehr gut. Fall geschlossen. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Na bitte. Okay. Wollen wir nochmal Weaver und Mole mit ansetzen? Einfach mal so. Schauen mal. Wahrscheinlich muss ich nur wieder ein bisschen rumprobieren. Oh.
Fußballfans haben beim Stadion einen heftigen Kampf losgedreht. Die Polizei versucht, die Ordnung wiederherzustellen, aber die Menge kooperiert nicht. Jo. Natürlich nicht so doll. Ja, Freunde, da schicken wir jetzt mal wirklich das volle Programm hin. Oh, fuck. Jo, wir haben nichts mehr übrig. Häusliche Gewalt, wie sieht's aus? Purdy und Jensi haben das auch sehr gut alleine hinbekommen. Das macht mich natürlich stolz auf den Jungen und das Mädchen. Na gut, Purdy ist natürlich... Ja, hier. Aber erfolgreich. Erfolgreich. So. Mhm. Sag nochmal jemand was gegen Purdy. So, wie sieht's da aus? Die Massenschlägerei im Stadion. Ich bin gespannt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mehrere Rauchbomben. Die Leute prügeln gnadenlos aufeinander ein. Nee, mit Tasern in die Menge stürmen ist Quatsch. In die Luft schießen. Finde ich auch nicht gut. Tränengas finde ich in so einer Situation, gerade mit dem SWAT-Team, gute Sache. Und hat sich als gut herausgestellt. Sehr effektiv. Spitzenmäßig. Nee, da mit Tasern in die Menge stürmen. Autodiebstahl im Stadtzentrum. Wir warten nochmal, bis unsere Leute zurück sind. Einen Einsatz haben wir noch für SWAT-Team heute. Wir können ja zweimal. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Eine Frau hat angerufen. War auf dem Weg zur Arbeit, hielt an einer roten Ampel, als ein Mann zu meinem Auto rankam, mich direkt durch das offene Fenster rausgezerrt hat. Beeilen Sie sich, hier ist überall Stau. Er kann nicht weit gekommen sein. Da schicken wir mal... schicken wir mal Powers und die beiden hier. Jo, zum Erfahrungsgewinn. Und Powers hat ein paar Abzeichen, ich glaube das. Könnte gut klappen. So. Bank von Freeburg. Die Sands brauchen Hilfe. Zwei Leute. Okay. Wir gucken uns erstmal den Autodiebstahl an. Das hat gut geklappt. Prima, prima. Und dann warten wir noch mal ein bisschen, was hier noch so reinkommt. An wichtigen Notrufen. So, hier haben wir es nämlich schon. Vandalismus in der Vorstadt. Zwei junge Frauen. Verräterin und Fotze haben die an die Wand geschmiert und sind irgendwo eingebrochen. Das geht natürlich nicht. Ist nochmal was für Coachy und Purdy. Purdy hat nämlich noch nie gefailt. So. Wir lassen die Zeit hier ein bisschen ticken. Oh. Kein Ding. Das kann warten, wenn wir es verpassen. Wäre auch nicht so schlimm. Wir machen es aber mal, weil es gerade ein günstiger Zeitpunkt ist. Da haben die Sens mal wieder Glück gehabt. Und da geht es schon wieder weiter. Na, wir warten mal. Erstmal ab, was hierbei rauskommt. Beim Vandalismus. Aha. Und warum haben sie das gemacht? Da? Um sich zu rächen wahrscheinlich, oder? Weswegen auch immer. Manchmal finde ich es in dem Beispiel jetzt in dem Fall nicht unbedingt, aber manchmal finde ich es ein bisschen traurig, dass man nicht noch so ein bisschen was erfährt, wie das Ganze dann ausgeht. Guck mal, hier gibt es nochmal drei neue Schnappschüsse. Es könnte also auch der Sohn gewesen sein. So, der kommt rein. Kann das natürlich auch so und so sehen, aber auch noch nicht. Nope. Vielleicht war es auch der kleine Junge, der dann verstört sich an den Fernseher gesetzt hat. Wir warten nochmal.
So, alle zurück, spitzenmäßig. Da schicken wir nochmal ein bisschen was zu den Sands. Chewbacca und Godbomber. Kein Ding, Tag ist vorbei, wenn die angekommen sind. Ah, ich finde es ja gut, dass wir jetzt auch Mannschaftswagen bekommen haben. Ich habe mich schon gefragt, man hätte ihn halt ein bisschen eher im Spiel bekommen können. Aber so läuft's auch, Freunde. So. Okay, 27:10. Bin ich mit zufrieden. Ja, wir haben ja Leute eingestellt. Guck mal hier, geile Detectives am Start. Tip, top, wunderbar. Was? Plüschtiere als giftig identifiziert. Oh Mann, Leichenwagen stößt mit Krankenwagen zusammen. Keine Überlebenden. Alkoholpreise steigen um 60%. Da habe ich mal gesagt, hier unten steht immer was Positives. Was? Antanashi ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Was soll denn das? Lebensmittelvergiftung. Werden die nächsten 5 Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Kingston und Bailey. Austin. Alter. Nein. Alter, was ist das für eine Rumpfbesetzung? What the hell? Ganz ehrlich. Oh, Backe, ey. Da brauche ich doch ein bisschen Schuppa. Brauche ich Schuppa, es nutzt alles nichts. Die rote Platte fürs Gemüt. Das ist ja echt jetzt Rumpfbesetzung. Müssen wir irgendwie gucken, dass wir den Tag überstehen, ohne dass hier vielleicht noch jemand abgeknallt wird oder sonst was. Ja, wir brauchen Polizisten, SWAT und Detective wollen wir auch haben. Oh, Backe. Und nix da. Meine Fresse, ey. Vandalismus am Maisdenkmal. Unflätige Worte auf ein nahes Denkmal geschmiert. Von Kindern mit Kapuzenpullis. Und dann schicken wir De Gaulle hin. Und am Wolkenkratzer, schon wieder eine Teenagerin, die sie umbringen will. Ich habe ja das Gefühl, diesmal könnte es ernst sein, hier beim Wolkenkratzer. Und jetzt kommt noch eine Selbstmorddrohung. Heute ist Tag der Selbstmorde, oder was? Da schicken wir noch Samadhi hin. Tag der Selbstmorde mit Rumpfbesetzung, das ist großartig. Das ist ja... nicht zu fassen. So, gucke mal. Das war schon mal gut. Dann kommen wir schön zurück nach Hause. Was macht unser Stellvertreter eigentlich so Schönes? Statistik ist okay, oder? Ist okay. Und dienstmäßig Spitzel. Für Informationen. Na. Ein Grillfest. Wir haben letztens Buffetreste aufgekauft. Das muss erstmal ausreichen. Ja. Grillfest gibt es so schnell nicht. Guck mal hier, die Selbstmorddrohung ist auch gut. Jetzt muss ich nur noch Samadhi den Guten vorm Selbstmord retten. Und es scheint so, als hätte das auch geklappt. Ja, Mensch. Wenn das so weitergeht, bin ich zufrieden. Drei Leute, ein Fußgänger hat ausgesagt, dass er beobachtet hat, wie ein dunkler Lieferwagen auf dem Bürgersteig schleuderte, 2 Teenager auf Skateboards erfasste. Er hat nicht mal gebremst, einfach die Kids überfahren und dann weiter der betrunkene Freak. Was haben wir hier? Okay, dann schicken wir hier mal mit... Warum geht das nicht? Jetzt geht's. Mitchell und Grant... Hier, oh, hier gucken wir nochmal. Tiermisshandlung, was haben wir hier? Erregung öffentlichen Ärgernisses. Nackte Menschen durch die Straße gerannt.
Boah. Fleet Straße. Fleet Street. Hier mal eine Tiermisshandlung. Sie hat geknurrt wie ein Tyrannosaurus, hat das Opfer gestottert. Eine riesige Katze. Ja, dann schicken wir da mal Samadi hin. Nackte Leute in der Straße finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nur weil die Alten da bisschen was dagegen haben. Guck mal hier, schicken wir nochmal The Guard dazu, zur Fahrerflucht. Und hoffen, dass das gut geht. Und hoffen, dass wir das Ding hier auch lösen. Ist natürlich ganz schön weit weg, das wäre ein bisschen näher gewesen. Ist ein Argument, richtig, richtig. So, Tiermisshandlung. Ganz normales Haustier, ja. Katzosaurus Rex, keinerlei Bedrohung. Hätte man sich denken können. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Täter sind entkommen, aber es ist keiner verletzt worden, also alles gut. Und die Fahrerflucht sind zumindest alle unversehrt und erfolgreich abgeschlossen. Ist doch super. Das ist schon fein. Ja? Macht mir ja nervös, immer dieses Geblinke hier, aber es ist, wie es ist. Das wäre jetzt schon ganz cool für jeden, noch einen einzustellen. Für jeden, für jede Schicht noch einen Cop einzustellen, einen Officer. Wäre schon ganz nice. So, die Sands brauchen Hilfe. Heute ist schlecht, Jungs. Heute ist echt schlecht. Und da drei Leute. Eieieiei. Nee, können wir nicht machen. Heute ist ungünstig. Wir haben hier echt mit richtigen Verbrechen zu tun, wobei das ja auch immer Verbrechen sind. Ein Gast von Mr. Sand will Freeburg verlassen. Und dann ist das Ganze hier eine Schießerei ausgeartet. Jo. Und hier nochmal, Sands brauchen Hilfe. Och Leute, bitte. Macht mich nicht verrückt. Und jeweils drei müssen wir schicken. Müssen sie erstmal hin anstellen. Das ist allerdings gar nicht so weit weg, ne? Komm, dann schicken wir hier. Bis jetzt ist ja noch nie was passiert. Ja, in dem Moment, wo ich die losschicke, in dem Moment kommen die Dinger hier rein, ist klar. Logisch, hier. Unerlaubte Versammlung. Personen in weißen Kappen haben sich vor der Stadthalle versammelt und verlangen eine Rückkehr zur guten alten Zeit von Rassentrennung und Sklaverei in Freeburg. Die Menge bildete Sprechchöre, macht den Weißen. Bei einigen wurden Revolver gesehen. Ich möchte nicht Mitchell da alleine hinschicken, Leute. Zerstörung von Privateigentum. Die Leiterin eines Supermarktes berichtet, dass ein älterer Mann absichtlich die Gemüsetheke umgestoßen habe. Da schicken wir Mitchell hin. Kack Sense, ey. Alter, noch 9 Sekunden. Kann man nicht SWAT und Mannschaftswagen alleine schicken? Ja, geht wohl irgendwie nicht. Kommen die? Schaffen wir nicht. No way, no chance. Nicht so gut. Finde ich nicht gut. Täter ist entkommen, aber zumindest, fuck, Zivilisten getötet, natürlich. Ein neuer Schnappschuss. Was wohl doch der Sohnemann war? Also das ist der Bruder, das ist der Sohn. Ja? Soweit ist schon mal klar. Der sagt halt, er hat sie nicht getötet. Sonst wäre das auch diese Geschichte hier, ne? Was soll denn das hier noch im Hintergrund? Mmh,
passt irgendwie nicht so richtig rein. So. Also der kam rein. Doch, das passt schon. Der Sohnemann ist da schon im Hintergrund irgendwie. Er hier. Er hat sie um Geld gebeten. Ja. Danach ist er irgendwann gegangen. Von mir aus. Und er hat sie erschlagen. So ungefähr. Huh? Oder nicht? Na gut, wir schauen noch mal, Freunde. Luki, Luki. Zerstörung von Privateigentum. Mitchell. Alter, hau die gehen. Mach da. Hat er gemacht. Hat er gut gemacht. Sans liegen vorne. Was? Vicus Vaga wurde besiegt und seine Armee von Straßenpunks und Schlägern zerstreut. Niemand weiß, was mit Vicus persönlich passiert ist, aber das ist jetzt unwichtig. Er wird sein Gesicht nie wieder in der Stadt zeigen. Der Krieg ist vorbei. Cool. Ja, richtig, richtig gut. Hier kommen doch hoffentlich ein paar Leute zurück, oder was? Meine Fresse. Tiere im Zoo leiden Hunger. Toiletten aus Stadtverwaltung gestohlen. Wer klaut Toiletten bitte? Und Freeburg ist Heimat der größten Lasagne der Geschichte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder in Freeburg. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.